Hallo, 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 willkommen, liebe Freunde, wieder mal zurück zum neuen Part von Alice Madness Returns. Ey, was guckst du mich so komisch an? Du wolltest doch, dass ich dich kaputt mache. Was für ein komischer Heini, oder? Naja, er lebt hier im Wunderland, was erwartet man da? Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir befinden uns im vierten Kapitel des schönen Spiels und ich habe hier einen... was ist denn das? Eine Spritze gewesen. Ja, die habe ich hier übersehen. Ich war ja beim letzten Mal hier einfach nur durchgelaufen und bin ja hier oben dann in den Thronsaal gekommen. Naja, eine Art Thronsaal, glaube ich mal, weil wir hatten ja da schon dieses komische Bild gesehen. Und, ja, und hier liegt einfach mal noch eine Erinnerung, die ich übersehen habe. Wie kann ich sowas übersehen? Das ist wichtig. Auch im Spiel bedarf es harter Entscheidungen. Oft muss man schwere Opfer bringen, um sein Ziel zu erreichen. Oder nee, habe ich die eingesammelt? Weil das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ich glaube, das hatte ich eingesammelt. Boah, ist das gemein, dass das Spiel natürlich nicht da speichert, wo man halt wirklich zum Schluss aufgehört hat. Und ich glaube, wenn... Ich glaube, ich hatte das übersehen oder hatte ich das doch eingesammelt? Weil der Spruch kam mir gerade sehr bekannt vor. Warte mal ganz kurz. Ich muss mir kurz die Augen reiben. Ah! So. Ich glaube, ich hatte das eingesammelt. Ich weiß es aber nicht. Und was ich mal ganz ehrlich sagen muss, ich finde wirklich, dass das Spiel von Ort zu Ort immer creepiger wird. Also es ist wirklich so. Also alleine schon hier, die Tatsache jetzt, dass wir hier gegen Zombies kämpfen, das finde ich schon ziemlich heftig. Und, wenn man mal so überlegt, so am Anfang des Spiels war dieses Tal der Tränen, das war voll schön gewesen. War richtig herrlich gemacht und so. Und jetzt auf einmal bist du hier und hier ist alles einfach nur irgendwie eklig. Sieht übelst beschissen aus, sag ich mal so. Um es mal ganz nett zu sagen. Und, ja. Aber ich finde, das ist natürlich auch cool so, weil das ist halt so dieses typische, ja, so Tim Burton-haftmäßige, sag ich jetzt mal so. Also ich finde wirklich, das Spiel könnte wirklich perfekt von Tim Burton irgendwie als Film nochmal irgendwie rauskommen oder so. Ich würde mir den Film auch tatsächlich angucken, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde, dass dieses Setting, dass halt Alice sozusagen immer wahnsinniger wird und dadurch das ganze Wunderland halt zerstört wird, finde ich übelst cool. Also das mit diesem... Das mit dem Zug ist übelst cool gemacht. Dann halt auch, dass alle anderen halt wirklich so, ja, immer merkwürdiger werden. Und, diese Tatsache, dass halt irgendjemand... Wow! Oh, nein, verdammt. Dass irgendjemand runterfällt, das war ich jetzt gewesen. Nein, dass halt irgendjemand in der... an dem Tag, wo halt das Feuer passiert ist... Irgendjemand halt die im Zimmer nee, warte mal, was war denn da? Nee, da war ja irgendwas gewesen mit Lizzie. Die ist ja irgendwie nicht rausgekommen aus dem Zimmer, weil ja während das gebrannt hat. So, hier waren wir stehen geblieben, genau. Also war auch krass, dass Alice wirklich ihre ganze Familie verloren hat. Creepy Face. Okay, wir können jetzt entweder nach links oder nach rechts gehen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal... Da waren gerade irgendwelche Viecher. Da habe ich gerade irgendwie... Da... Oh! Ah ja, die hatte ich auch geholt. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Ah, und dieses Bild erzählt mir also die Geschichte, dass die Herzkönigin immer dringend ein Facelifting mal braucht und sich eine... ja, Brustvergrößerung gemacht hat. Warum Verbindung zum Access Point? Ich habe kein Access Point. Naja. Auch immer sehr komisch irgendwie. Okay, da muss ich also erst was aktivieren, damit ich weiterkomme. Und hier können wir weiter. Alles klar. Ah, hier scheint wirklich alle...
Ich höre Schweinche. Aber nicht hier. Warte mal. Ah, da oben ist die Schweineschnauze. Ach, okay. Müssen wir zurück. Na, was machst du jetzt? Ah, okay. Da darf ich noch nicht durch. Oder besser gesagt, da will ich noch nicht durch. Ah, so komme ich dann dahin. So kommt man auch wieder zurück. Okay. So, mal schauen. Ah. Also ich hoffe mal, dass ich hier auch genügend Erinnerungen... Schon wieder eine Erinnerung. Das ist ja krass. Hier sind drei Erinnerungen gleich in den ersten Gebiet sozusagen. Ist ja auch krass. Und wieder mal die Littles. Kein Bärenfell vorm Kamin. Kein Elchgeweih an der Wand. Keine taxidermischen Grässlichkeiten im Haus. Achtet die Würde der Kreatur. Aha, interessant, okay. Wäre das nicht schlauer gewesen, wenn man jetzt irgendwas über das Feuer gesagt hat? Wie komme ich jetzt hier zu... Ach so. Ja, okay, da komme ich rüber. Das schafft alles. Wäre jetzt interessant gewesen, wenn er irgendwas gesagt hätte über das Feuer, aber das hat er jetzt nicht gesagt. Was ist da? Das Pilz. Okay, hier ist eine Flasche. Danke. Die nehme ich dankend an. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Und hier soll jetzt ein Pilz sein, oder was? Wozu? Aber hier irgendwo wohnen. Komme ich hier durch die Tür? Okay, nee. Gut, alles klar. Dann muss ich da weiter. Was ist denn... Warte mal. Ja, hier sind noch Zähne. Sehr gut. Zähne sind immer wichtig. Oh, ey, dieses Steckenpferd sieht übelst cool aus. Also diese Waffe, die wir jetzt haben. Habe ich ja in den letzten Videos, habe ich die ja auch ein bisschen verstärkt. Und fand die übelst... Ich finde die übelst stark. Ah, jetzt komme ich auf die andere Seite. Okay, alles klar, gut. Aber dafür, dass das ja hier das Schloss der Herzkönigin ist, wird es sehr schlecht bewacht, muss ich sagen. Also irgendwie müssten hier ein paar mehr Soldaten irgendwie sein. Na gut. Man darf ja auch nicht vergessen, die sind alle tot. Aber eigentlich müssten die auch wieder kommen. Aber warte mal, das ist mir ein bisschen zu risky, weil natürlich die Kamera lieber unter ihrem Röckchen gucken will, anstatt halt mich richtig zu führen. Nee, lass mal. So. Wow. Mal. Ist auch eine Tür. Wo man nicht durchkommt. Das finde ich voll schade, dass man irgendwie hier nicht so richtig durch die Türen kommt. Ist alles hier echt kaputt. Alles zerstört. So fetten Spinnweben überall. Ob das überhaupt Spinnweben sind, keine Ahnung. Ich sag nicht. Ich habe mich gerade leicht erschreckt. Aber nur leicht. Ah, warte mal. Nein. So. Ich hab die Tür gesprengt. Noch eine Flasche. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht herausgefunden, was diese Flaschen überhaupt bringen. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht herausgefunden, weil irgendwie... Bin ich jetzt... Ne, warte mal, halt. Da hinten könnte noch... Ich glaube, da hinten komme ich nicht hin, oder? Nee. Obwohl es so aussieht, aber hier könnte wirklich noch irgendwo was sein, oder? Oder bringt mich das einfach nur noch oben? Warte mal. Was haben wir denn hier noch? Oh, wenigstens ein paar Zähne. Wow! Ich habe das Viech gerade gar nicht gesehen. Okay, hier ist nichts versteckt. Hätte eigentlich ein sehr guter Punkt sein können, um noch was zu verstecken, aber nee. Leider nicht der Fall. Ah. Hier wartet der Tod. Ich
Ja, das kann man wirklich so sagen. Hier wartet der Tod. Es ist immer blöd, dass man die Typen dann nochmal angreifen muss, damit sie halt endgültig sterben. Aua! Ja, ist okay. Du darfst nur einmal angreifen. Guck mal, die Roten leben irgendwie länger als die Schwarzen. Ob das wieder so ein indirekter Hinweis ist oder sowas? Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber trotzdem. Es fällt halt auf. Der Scharfrichter. Kann ich dich töten? Ich Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Ja, du sagst es. Oha, der hat mir übelst viel Schaden abgezogen. Hilfe! Warte, da ist doch... War irgendwo ein... Oha, jetzt gibt es sogar eine Verfolgungsszene, wo ich ganz schnell nach rechts abbiegen muss. Oha, okay, gut, das heißt also, ich muss jetzt, toll, der Scharfrichter, na so ein Scheiß. Okay, ich muss also ganz schnell noch nach links dann ausweichen. Wo ist das? War das richtig? Musste ich hier abbiegen oder war das... Oder hätte da hinten noch was sein können? Da hinten ist eine Erinnerung. Oh, eine Orgel. Eine richtig schöne Orgel. Ich geh mal gleich nochmal zurück, weil ich was gucken möchte. Es kann ja sein, dass da noch wirklich irgendwas anderes noch ist. Aber, ey. So, warte mal halt. Da ist die Erinnerung. Jawohl, cool. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Ja gut, also haben wir verkackt, weil ich nicht gut bewaffnet bin. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz nochmal gucken. Was? Steht der da noch? Ja, der steht da noch. Der guckt sogar da rein. Ein Creep vom Herrn. Oh, ekelhaft. Der guckt da wirklich in das Loch. Oh, ist der ekelhaft. Der Ekelhafte. Der kommt doch hier rein. Der Hüter der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Ey, ohne Witz, der kommt doch hier durch. Der hat einen Riesensensor und kann da einfach zack, 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 bum, bum, bum und dann ist der durch. Toll. Okay, ich dachte gerade, jetzt passiert irgendwas, was ich konnte gerade sich nicht bewegen. Ja, der Typ kommt doch definitiv wieder. Aber ich glaube, der hätte mich so oder so eingeholt. Was ist jetzt schon wieder? Ah, okay. Nur normale Sachen. Nutzt der Wahnsinn? Naja, gut. Okay. Fass mich nicht an. Ah, cool sehen die schon aus, muss man sagen, oder? Da haben sie sich schon ein paar Sachen hier einfallen lassen, muss ich sagen. Ach, er wieder. Ja, der kam schneller wieder als gedacht, auf jeden Fall. Oh ja, noch eine Flasche. Mitnehmen. Wie viele Flaschen habe ich jetzt eigentlich? Warte mal. Na. Ja. Ja, gut, ich bin eine Flasche. Warum? Ich wollte gerade meine Flaschen angucken.
Oh. Ich hätte jetzt keine Chance, irgendwie nachzugucken, ob da irgendwie noch ein Rand war. Lass die Tür. Nein! Warum kannst du Türen öffnen? Na gut, weil du Hände hast, aber. Nein! Ich komm nicht weg. Oh, danke. Nein, 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 lass mich. Oh, Mami. Ich bin weg. Tschüssi. Mach's gut. Mach's gut, du fette Sau. Und ich, du kannst nicht rüberspringen, oder? Du kannst nicht springen, du bist zu blöd. Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Haha, kannst nicht springen, kannst nicht springen, kannst nicht rüberkommen. Haha. Ha, ha. Und tschüss, du fette Sau. Aha, da geht's zur Königin bestimmt. Alter, der hätte doch rüberspringen können, oder? Nein, warte mal, hier könnte doch irgendwo vielleicht noch eine Schweineschnauze sein, oder? Ah, der will trotzdem. Okay, ich muss also da lang. Das heißt wieder eine Falle. Ih, hört auf so zu schmatzen. Ach so! Oh, ich Idiot! Moment. Hat ja etwas mit Gewichten hier zu tun. Oh. Achso, ja klar, das Ding ist genauso schwer wie, wie Alice. Ist okay. Mhm. Dieser kleine, naja gut, wir haben es ja schon gesehen, dass dieser kleine Hase genauso schwer ist wie Alice. Ist ja auch klar. Warte mal, das ist klar, dass ich das jetzt hier machen muss. Aber ich würde gerne gucken, ob da hinten noch irgendwas ist. Was haben wir denn da? Oh, eine Schweineschnauze. Da ist eine Schweineschnauze. Eine Schweineschnauze. Die ist mein. So, was hast du denn, Schicks? Was offenbarst du mir, meine liebe Schweineschnauze? Präsentkorb. Das ist ja auch toll. Weißt du, die Herzogin denkt gerade, weiß gerade, oh, Alice ist gerade bei der Königin. Ach, gebe ich ihr doch einfach mal einen Präsentkorb, bevor sie stirbt. So, hast du wenigstens was Schönes drin? Ja, ja, gute Zähne. Das ist sehr gut. Kann man gut gebrauchen. Mhm. Das geht jetzt ganz nach oben und der wundert sich auch. Was macht die denn da? Ah, wollen wir gleich mal angreifen. Ach, gut, dass ich so eine krasse Klinge schon habe. Das ist echt gut. Das ist, ja gut, das ist das Bild der Herzkönigin. Oh oh. Oh nein! Oh, hui, 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 hui. Okay, da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Dann gehen wir mal hier hin. Achso, also hier ist ein Schalter. Ich dachte, jetzt wäre da irgendwas anderes gewesen. Okay. Wo sind wir denn jetzt im Inneren des Schlosses? Das ist hier eine Falle. Oder ein Rätsel wieder, wa? Oh. Ziehe den Bauern über das Schachbrett. Der gegnerische Bauer spiegelt deine Bewegung. Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Meide die Läufer, sie vernichten die Bauern. Schachpuzzles müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelöst werden. Starten.
Okay. Naja, Leute, dann würde ich sagen, wir machen das Schachrätsel im nächsten Part. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und konntet wieder ein bisschen so mitfiebern. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier beim neuen Part von Alice Madness Returns. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend werden. Tschüss!